Die letzten Tage oder Wochen waren sehr turbulent und gerade am Sonnabend dann ja, mit einer schwierigen Entscheidung, die wir dann aber auch treffen mussten, um das auch nochmal klarzustellen, ist, dass die Entscheidung auf dem Rücken eines ja, großen HSV-Fans und auch Förderer wie Herrn Kühne ausgetragen wird, erstmal komplett absolut falsch und nicht richtig ist. Wir haben im Aufsichtsrat ein Thema gehabt, nämlich Risse und Vertrauensbrüche im Vorstand. Diese gemeinsam besprochen und analysiert und sind dann zu einer nicht leichten, aber dann klaren Entscheidung gekommen, warum ich mich zur Wahl gestellt habe, beziehungsweise auch welches Vertrauen ich da entgegengenommen habe, auch von den Mitgliedern. Und deshalb ist es definitiv in der Amtsperiode definitiv nicht mein Ziel. Auch perspektivisch habe ich keine ausgearbeitete Agenda, sondern brenne für den HSV in allen Belangen und fühle mich in meiner Rolle mit meinen Mitmenschen im Verein total wohl. Und was natürlich in 5 oder 10 Jahren passiert, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber gehen Sie mal davon aus, dass ich den Plan nicht habe und dass ich, wenn ich für etwas antrete, auch das dann zu Ende bringe und absolut dankbar bin für diese Rolle als Präsident, den Gesamtverein eben auch zu einen oder versuchen zu einen und nach außen auch zu vertreten.